Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu diesem Video hier auf meinem Kanal. Ich habe Ende letzten Jahres mir ein oder andere Konvolut noch gegönnt. Darunter möchte ich euch mal ein paar Modelle demnächst mal zeigen. Fangen wir heute mit dem ersten an, mit einem Shred aus der Zeit, wo das gute Stück noch in den Vereinigten Staaten gefertigt worden ist. Das wurde ja ab Ende 2003 rüber ins gute alte China rüber verbannt und raus ist ein Start mit der Produktion. Nun, ich habe mir das Ding aus dem Nachlass im Konvolut nochmal hinzubekommen und ja, bin froh drin. Wir haben hier von der Outback-Serie ein Outdoor-Taschenmesser. Klettverschluss hält immer noch nach so langer Zeit. Das Messer ist nachweislich Ende der 90er Jahre noch produziert worden, ab Anfang der 2000er nicht mehr. Holen wir es mal raus. Hat auch eine Nylon-Gürtelaufhängung, einfach und gut. Kommen wir zu dem Prachtstück hier. Wir haben einen voll gummierten Griff. Es geht um das Shred SG8 Made in USA. 440er Stahl, also 440A, 55 bis 57 HRC. Einen schönen, dünn ausgeführten Hohlschliff, den ich definitiv nachbessern musste. Der Vorbesitzer hat es komplett verschliffen gehabt. Also mit richtigen Stops in der Rille, also in der Schneidphase, also wirklich fürchterlich. Jo, wir haben einen Backlock, kein Spiel, minimal seitliches Spiel, aber dazu müsste ich mir über Zeit wahrscheinlich noch hier diesen Schlüssel für die Achsschraube noch besorgen. Aber ich denke, das werde ich früher oder später auch hinkriegen. Jo, wir haben einen ungewohnten Recurve-Griff, Gesamtlänge ausgeklappt 21,5. 9 cm Klinge, davon 8,5 scharf angeschliffen. Eine ziemlich breite Recurve-Klinge mit einem Harpunenaufbau im leichten, der aber, ja, könnte für ein Firesteel reichen, könnte aber auch schärfer sein. Wir haben hier 3,5 cm Klingenhöhe, also ein ganz schön breites Aas. Ja, fasst sich aber ziemlich gut an in der Hand. Ja. Richtig gut erhalten. Das Messer gab es auch mit einer Bowie-Klinge, das wäre das SG7 gewesen. Sollte ich es irgendwann mal in die Finger kriegen, wird es mein sein. Jo, machen wir weiter. So, dann wollen wir mal gucken, was das Ding kann. War das wirklich ein schönes Teil für draußen. Ja, der Hohlschliff ist ordentlich ausgeführt. Schön dünn. Da kann man schön hier schnibbeln. Auch hier oben am Recurve. Kann mir vorstellen, dass das Ding auch als Jagdmesser, Taschenmesser auch gut durchgeht. Ja. Hier oben ist nämlich das Material der Schneidphase ein bisschen dicker als da unten. Ich meine, hier unten wäre bei 0,4, da oben sind wir bei knapp 0,5. Ja. Sehr schön gemacht. So, was halte ich von dem Schätzchen? Ich finde das Ding oldie, but goldie. Schönes Teil. Erinnert mich so ein bisschen an die älteren Gerber-Taschenmesser für den Outdoor-Bereich. Die haben ja auch diesen gummierten Griff. Hier in der Mitte so eine kleine Plastikeinlage noch. Aber fasst sich gut an. Der Griff ist gut voluminös. Hat man gut was zu packen. Trotz Recurve-Griff funktioniert ja auch in der geborenen Feder der Backlock auch hervorragend, kann man das sagen. Gefällt mir gut das Teil, gefällt mir wirklich gut. Ja, schönes Teil aus den 1990er Jahren. Und bereue es nicht, es zu haben. Jo, so viel zur Outback-Serie, dem SG8 von Shred, Made in USA. Ich würde sagen, das soll es gewesen sein. In diesem Sinne, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.